Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich habe beim Black Friday ein bisschen zugeschlagen und anstatt dessen, dass ich euch einfach nur so Hauls zeige, hatte ich einfach mal Bock, so ein Try-on-Haul zu machen. Heute geht es um Beauty Bay. Da habe ich sehr eskalativ geshoppt und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, zum einen, was sich in diesem Paket befindet und zum anderen, wie mein Gesicht nachher aussieht, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, ich habe mir tatsächlich so eine kleine Challenge auferlegt, wenn man das mal so sagen darf. Das heißt, es werden von dieser Reihe auch noch ein paar Folgen, denn ich habe gesagt, okay, ich möchte nicht volle Elle im Black Friday eskalieren, bin es aber trotzdem und habe gesagt, ich darf tatsächlich dann mir ein Full Face zusammensuchen, also mit allem, was dazugehört, aber pro Kategorie nur ein Produkt und pro Marke nur ein Produkt. Somit habe ich so ein bisschen versucht, mich im Zaum zu halten. Ja, ob es mir gelungen ist, werden wir dann am Ende des Jahres wahrscheinlich sehen. Mal gucken, was hier noch so alles eintrifft. Also ich habe hier Beauty Bay, da vorne steht noch Sephora. Bei Look Fantastic warte ich tatsächlich noch auf das Puder, das ist noch nicht geliefert worden. Und ich habe hier tatsächlich ausgegeben 178,10 € und das werde ich jetzt für ein Fullface verwenden. Ich werde euch die Preise aber auch einblenden. Es ist wieder Dezember, also darf ich auch diesen ultimativ krass geilen Haarreifen aufsetzen. Den habe ich letztes Jahr, nee, ich glaube sogar dieses Jahr, ne, im Januar von Wish zugeschickt bekommen. Okay, wir krempeln die Ärmel hoch. Ach so, schaut auf jeden Fall für die Produkte unten in der Infobox vorbei. Manche Links sind Affiliate-Links, wahrscheinlich so gut wie alles, was hier drin ist. Ja, dann kann ich nämlich auch noch ein kleines Provisionchen daran verdienen, aber ihr zahlt dadurch nicht mehr. Ne? Genau, so, ich mache hier mal das ganze Kravensel auf und zeige euch, wie das Ganze von innen aussieht. Ich habe tatsächlich auch schon einmal reingeschaut, um zu gucken, ob wirklich alles heile ist. So sehen die Produkte aus, die wir gleich fürs Fullface verwenden werden. Oh, es ist so wunderschön. Ich habe so Bock hier drauf. Wir starten jetzt einfach mal mit einem Primer von Paul & Joe. Das ist der Moisturizing Foundation Primer S. Serum und Make-up Base in einem. Hier sind 30 ml enthalten. Hier haben mich auch vor allem so diese Produktbeschreibungen angesprochen, die auf der Homepage zu finden waren. Ein feuchtigkeitsspendender Make-up Primer, der Moisturizing Foundation Primer S, ist mit Pflanzenextrakten angereichert und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, während er gleichzeitig das perfekte Finish für dein Basis-Make-up erhält. Er ist mit Secret Door, Geheimnis des Goldes, angereichert, einem dezenten gold-perlmuttfarbenen Schimmer, der Haut ein strahlendes Schimmern verleiht und perfekt ist, um einen durchscheinenden, natürlichen, frischen Ton zu erzielen. Dieser Primer liefert jedes Mal makellose Ergebnisse. Habe ich in der Farbe 01 und Leute, ich habe schon mal bei Birchbox oder Blissee mittlerweile dieses Packaging von Paul & Joe gesehen. Ist das nicht wunderschön? Oh mein Gott, ich finde es wirklich wunderschön. Das dürfte hier unten Milchglas sein, alles andere ist Plastik. Oh, der ist super, 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 super flüssig. Riecht leicht blumig. Und der ist tatsächlich auch in einer leichten Tönung. Okay, ich brauche doch ein bisschen mehr, weil meine Haut das gerade aufsaugt wie nichts. Das ist ja Wahnsinn. Boah. Sehr stark parfümiert. Aber, also ich mag den Duft tatsächlich gerne. Der hat sogar einen Lichtschutzfaktor von 15 mit dabei, was relativ wenig ist, ne? Aber, ja. Er gibt eine Tönung aufs Gesicht, definitiv. Ne? Es fühlt sich überhaupt nicht sticky an. Also der ist direkt eingezogen. Es fühlt sich fast so an, als hätte ich mir eine leichte Foundation aufgegeben. Und ich finde auch, dass mein Gesicht jetzt so ein bisschen angeebneter aussieht. Aber irgendwas von Schimmerpartikeln oder so, da siehst du nichts Grobes. Das scheint, wenn, dann nur super, super dezent zu sein. Übrigens, ja, ich habe hier ganz, ganz viele Unreinheiten tatsächlich. Also für meine Verhältnisse, ne? Ist doch recht viel. Da bin ich auch gespannt, was gleich die Foundation dazu sagt und was sie damit macht. So gefällt mir das aber ganz gut, ne? Ja. Als Foundation habe ich mir etwas ausgesucht, was auch immer mal wieder so ein bisschen in meinem Kopf drin war, was ich aber irgendwie nie in meinen Warenkorb gelegt habe. Und zwar von Milani, die Screen Queen Natural Finish Foundation, habe ich in der Farbe 130 Warm Linen. Da bin ich auch super gespannt drauf. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Hier unten ist es wiederum aus Glas, oben ist wieder Plastik und das ist so ein Pumpspender.
Eine Foundation mit Blaulichtschutz und leichter bis mittlerer Deckkraft. Mach Schluss mit der digitalen Schädigung deiner Haut dank der brandneuen Screen Queen Foundation von Milani. Diese leichte, aufbaubare Foundation mit leichter bis mittlerer Deckkraft sieht aus wie deine Haut, nur besser. Diese mit Blaulichtfiltertechnologie entwickelte Foundation hilft, deine Haut gegen Stumpfheit, Verfärbung und Hyperpigmentierung durch die Blaulichteinwirkung von deinem Bildschirm zu schützen. Das ist schöne Haut leicht gemacht. Dies sind die besten Make-up-Produkte von Milani. Warum, erfährst du hier. Da kann man halt draufklicken, aber ja, das ist dann entsprechend wegen hier dieses Blue-Light-Filter-Gedöns. Ne? Das hast du auch bei I+M-Produkten oft mit drin. Das habe ich in meiner Brille. Wenn ich am Computer sitze, brauche ich das halt wirklich, weil du einfach schnell müde Augen bekommst, wenn du immer wieder dieses Blaulicht hast. Blaulicht vor allem. Dieses, ja, ne, von Handy und Computer und so weiter. Und das gebe ich mir doch einfach mal direkt hier auf den Schwamm. Muss ich das irgendwie drehen? Ich weiß es nicht. Huch, das kommt sehr dick hier raus. Oh mein Gott. Also wirklich dick, ne? Boah, ist die dick. Hätte ich von einer leichten bis mittleren Deckkraft nicht gedacht, dass eine Foundation so dick ist, um ehrlich zu sein. Ja, und so deckt halt sehr dezent ab. Aber natürliches Finish kann ich eigentlich gut gebrauchen. Mag ich auch ehrlich gesagt richtig gerne. Man sieht jetzt so aber keinen großen Unterschied, ne? Muss ich ehrlich sagen. Wahrscheinlich, weil der Primer halt fast schon genauso viel Deckkraft hat wie die Foundation. Ja, und weil der Ton halt echt gut passt bei mir, ne? Also, da muss ich wirklich sagen, Internetbestellung ist immer schwierig mit Foundation, aber die scheint gut zu funktionieren. So sieht das Ganze dann jetzt einmal von Namen aus. Ja, ich bin sehr, sehr käsig, aber das ist halt auch einfach mal mein Hautton. Ich bin halt recht blass, ich kann da nichts für, aber das wird sich gleich im Laufe der Zeit noch ein bisschen ändern. Da werde ich ja auch noch ein bisschen mehr Definition reinbringen. Die Foundation an sich sitzt ganz okay, ne? Also die hat sich jetzt nirgendwo groß abgesetzt, reingesetzt, wie auch immer. Und ich habe wirklich sehr problematische Haut aktuell, ne? Dadurch, dass ich halt so Unreinheiten habe und die Foundation sich theoretisch an vielen Stellen festhalten könnte, hat sie es so eigentlich noch nicht getan. Das sieht erstmal soweit so gut aus. Ich brauche aber definitiv noch einen Concealer, damit ich meine Rötung ums Auge herum so ein bisschen abdecken kann, meine Rötung allgemein hier überall. Und ja, den werden wir jetzt mal auftragen. Dazu habe ich hier den The Most Concealer von Kimchi Chic. Keine Ahnung, The Most Concealer Multitask Superstar. Und ich habe den in der Farbe TMC02 Peachy Ivory. Ja, das ist die Bezeichnung. Der soll auch korrigieren können. 18 Gramm drin, ist ganz schön viel, finde ich. Ne? Der ist cruelty-free, das finde ich auch immer sehr, sehr nett. Ist Milani übrigens auch. Das ist cruelty-free und vegan. Bei diesem Produkt aus Japan steht jetzt so eigentlich nichts drauf. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das sieht wirklich hübsch aus, ne? Multitask Superstar. Gucken wir mal. Ein volldeckender Concealer. Du hast einen neuen BFF für eine makellose Grundierung. Hier ist The Most Concealer für eine anpassbare volle Deckung und ein wasserfestes Finish, das deinen gesamten Look verändern wird. Dieses Sortiment von Formeln zum Kaschieren, Abdecken, Korrigieren und Konturieren kann benutzt werden, um Unreinheiten, dunkle Ringe unter den Augen und andere Makel zu verdecken. Der Concealer gleitet geschmeidig über die Haut und hinterlässt ein mattes, satiniertes Finish, das den ganzen Tag hält. Tierversuchsfrei, parabenfrei, phthalatfrei, sulfatfrei und frei von synthetischen Duftstoffen. Soweit, so gut. Oha, okay, das ist fancy. Du hast hier so ein Pinselchen, aber das ist mal nicht zum Hochdrehen, sondern zum Hochdrücken. Bin ich hier mal, okay, da kommt was. Oh, oh Gott, es ist rosa, Leute. Es ist wirklich, wirklich rosa. Ich glaube, ich mache mir das wirklich auf den Handrücken und gebe mir das dann mit dem Pinsel auf. Eine Sprache würde ich auch gerne wiederfinden. Ich glaube, das kommt ein bisschen besser, weil dadurch kannst du die Deckkraft dann auch ein bisschen anpassen. Nehme ich hier von Luvia aus dem Prime Vegan Pinsel Set einfach mal diesen hier. Der ist eigentlich ganz gut für sowas geeignet. Und wenn du das mit dem Pinsel machst, kannst du zum einen kontrollierter arbeiten als mit dem Schwämmchen und zum anderen auch ein bisschen mehr Deckkraft erzielen. Ja, das passt auf jeden Fall zu meinem Oberteil, aber definitiv nicht zum Rest meiner Haut. Ich glaube, ich habe auch keine Lidschattenbase mitbestellt, deswegen gebe ich mir das auch direkt auf mein komplettes Lid als Lidschattenbase.
Ich finde es wirklich gut, dass man das so hoch drücken kann, weil du da tatsächlich auch kontrollierter das Produkt rausbekommst. Bei manchen hast du das ja, dass du es drehst oder pumpst oder sonst irgendwie nach oben beförderst. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das kannst du nicht so gut kontrollieren, beeinflussen, wie viel dann da am Ende rauskommt. Oh mein Gott, diese Farbe ist echt heftig, Leute. Das hätte ich mir fast schon unter der Foundation aufgeben sollen. Aber keine Sorge, ich mache da gleich noch eine Schicht Foundation, glaube ich, über die Geschichten drüber, weil ich sehe aus wie ein Panda, ey. So ein bisschen auch wie dieser Becker-Corrector von der Farbgebung her, oder? Ich versuche das jetzt mal ohne weiteres Produkt mit dem Schwämmchen zu verblenden. Weil das sieht ja echt interessant aus, ne? So, ich bin jetzt hier mit der Seite des Schwämmchens an die Seiten gegangen, wo ich tatsächlich hier auch noch ein bisschen Produkt drin habe, ein bisschen Foundation, um das so ein bisschen noch auszublenden, weil das geht sonst einfach nicht klar, ne? Also ich kann nur empfehlen, dass wenn ihr diesen Concealer verwendet in dieser Farbe, dass ihr den vor eurer Foundation verwendet und dann die Foundation gegebenenfalls drüber gibt und dann verblendet, weil ansonsten hast du einfach auch so komisch lilane Stellen ja im Gesicht. Ich meine, der Concealer gefällt mir an sich sehr, sehr gut. Ne? Der rutscht jetzt nirgendwo rein, der lässt sich schön ausblenden und der deckt auch wirklich toll ab. Also da muss ich wirklich sagen, dass es mir gefällt. Aber von der Farbgebung her ist es gewöhnungsbedürftig. Klar, wir werden jetzt auch noch Puder, Blush, Bronzer, Highlighter, Kravum, Kravem, Taralalem drüber geben. Aber es ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Sammy, findest du auch, dass Frauchen wirklich aussieht? Ja? Das interessiert ihn herrlich wenig. Liegt hinter meinem Stuhl und wird gleich wegpennen. Ich glaube, so lasse ich das jetzt auch erstmal. Ne? Kommen wir zum Puder. Und da habe ich was ganz Cooles, finde ich. Und zwar ist das von Anna Sui etwas. Da habe ich mir einmal das Powder Case geholt. Oh, mich juckt es hier. Das juckt. Mein Gesicht juckt. Das Powder Case, genau, weil man konnte dort auch nur die Produkte so bestellen, dass du dir das Puder als Refill bestellst und dann das Puder Case separat. Keine Ahnung, aber was ein schönes Design ist das bitte. Richtig hübsch, richtig, 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 richtig hübsch. Ja, und das ist extra für dieses Refill Powder gemacht. Da hast du auch noch so ein Powder Puffel-Puffel-Ding mit dabei. Dann habe ich hier so ein Festhaltevieh, einen Spiegel. Und hier haben wir dann auch das Puder. Achso, das ist dann in genau so einer Verpackung auch drin. Ich glaube, das ist koreanisch, oder? Nee, made in Japan. Das ist japanisch. So, und hier ist dann das Powder drin. Und guckt euch das mal an. Was das für eine mega schöne Struktur hat, was für ein schönes Pressing. Diese Muscheln und Seesterne. Richtig, richtig schön. Hat man natürlich ziemlich viel Verpackung, wenn man sich das beides kauft. Aber ich denke, wenn du das dann als Nachfüllprodukt dir bestellst, ist es easy peasy, ne? Ich glaube, ich muss das reinkleben, weil das hat hier hinten noch so ein Klebeding. Ja. Nee, das ist. Oder Magnet? Doch, das ist Klebe. Okay. Irgendwie so. Ich glaube, das hält jetzt auch. Jetzt ist es hier drin. Passt halt genau, ne? Soll wohl halten. Brightening Face Powder Mini Refill, so heißt das Ding. Ein leichtes Mini Refill für den Gesichtspuder. Mit der fein gemahlenen, durchscheinenden Rezeptur wirkt das Anna Suis Brightening Face Powder Mini Refill besonders effizient, um Glänzen zu verhindern und ein strahlendes, schimmerndes Finish zu erzeugen. Der feste Puder passt in dein Anna Sui Mini Powder Case und ist perfekt, um übermäßiges Öl unterwegs zu beseitigen und den Teint frisch und hell aussehen zu lassen. Ja, interessante Beschreibung. Wollte ausgetestet werden und sah hübsch aus, ne? Genau, also hier ist es einfach so ein weißes Puder und ich bin einfach gespannt, ne? Einerseits soll das ja Scheinen wegmachen, andererseits soll das Glanz oder Schimmer erzeugen. Keine Ahnung. Wir schauen mal. So, dann nehme ich mir jetzt hier mal so einen dicken Powder-Puffel und gehe da ordentlich rein. Oh, das ist, da kriegst du auch gut was auf dem Pinsel drauf. Und puder dann erstmal so dort ab, wo ich meinen Concealer drauf gemacht habe. Und dann wird das ganze Gesicht einfach mal abgepudert. Naja, es hinterlässt schon irgendwie so ein bisschen ein Weißschimmer, ne? Das
relativiert sich nachher meistens durch das Fixing Spray. Aber das muss man anmerken, finde ich. Sieht auch soweit so gut auf der Haut aus. Also da kann ich mich jetzt auch eigentlich nicht beschweren. Nee, also nicht zu matt, ne? Das geht vollkommen klar. Doch, also erster Eindruck, positiv. Und für die Touch-Ups zwischendurch hat man hier einfach den Puder-Puffel-Dingenskirchen auch mit drin. Das finde ich auch ganz praktisch, ne? Wobei ich eher weniger Puder auch so mitnehme, bin ich ehrlich. So, jetzt kommen wir zum Bronzer. Da habe ich mir was gegönnt, was ich einfach schon so, so lange ins Auge gefasst habe. Und jetzt habe ich es mir endlich bestellt. Von Jouer die Sunswept Bronzer Light to Medium Duo Palette. Das ist diese hier. Und das ist die Farbe Sunlight and Suntan. Ne? Ich habe das immer mal wieder gesehen, auch bei anderen in Videos. Und ja, jetzt war es halt auch einfach mal reduziert und erschwinglich. Und dann musste es einfach sein. Die Farben sind halt wirklich passend für meinen Hautton. Ich denke, wenn man halt gebräunter ist oder wenn ich das im Sommer benutzen wollen würde, könnte es gegebenenfalls sein, dass es mir zu hell wäre. Wir haben auch hier wieder einen großen Spiegel mit drin und das gefällt mir einfach gut. Das ist ein guter Spiegel, ein klarer Spiegel. Das Produkt riecht ein bisschen chemisch. Ein vielseitiges Bronzer-Duo. Jouer haben als Teil ihrer Jet-Set-Kollektion zwei Sunswept-Bronzer-Duos kreiert, die in einer kompakten Dose mit Spiegel untergebracht sind. Diese matten und schimmernden Brauntöne sind für alle Hauttöne geeignet und zaubern in sekundenschnelle Farbe und Tiefe auf die Höhepunkte des Gesichts. Du kannst sie einzeln auftragen oder verblenden, um eine individuelle Farbe zu erhalten. Ich weiß nicht, ob das wirklich für alle geeignet ist. Bin ich jetzt mal skeptisch. Aber gut, wir haben jetzt zwei Töne, die jetzt nicht so super unterschiedlich sind. Also wenn ich mal ehrlich bin, ungefähr gar nicht. Ich hätte die jetzt einfach mal, wenn ich es aus dem Bauch heraus gesagt hätte, gemischt, weil es ist einfach für mich irgendwie die gleiche Farbe. Oder habe ich einen Knick in der Optik? Ich weiß es nicht. Es sieht sehr, 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 sehr ähnlich aus. Genau, also Sunlight und Suntan sind da die Farben. Ich werde es mischen, weil ich sehe da keinen Unterschied, ne? Genau, gehe ich mit dem großen Fluffel auch wieder rein und wärme mein Gesicht einfach damit mal so ein bisschen auf. Wobei doch, also es macht schon, ich meine gut, ich hatte eine super, super, super helle Base drunter gehabt, ne? Es macht was. Ich finde, man sieht ihn. Man sieht ihn nicht so ultimativ krass, aber man sieht ihn schon ein bisschen. Jetzt trage ich den einfach überall auf, wo ich normalerweise Bronzer auftrage. Gut, damit passe ich jetzt auch so ein bisschen noch die Foundation meiner Haut an, ne? Weil die war doch sehr rosa stichig jetzt durch den Concealer, den ich damit bei hatte. Dementsprechend, ja, ohne den Bronzer und ohne das, was jetzt gleich noch nachher kommt, wäre die Foundation bzw. der Concealer für mich einfach zu unnatürlich, ne? Aber wir gucken mal, wie die sich auch im weiteren Verlauf des Videos noch verhalten werden. Aber der Bronzer gefällt mir richtig gut. Der entspricht wirklich meinem Hautton, beziehungsweise ne, der passt zu meinem Hautton und der lässt alles wirklich sehr natürlich gebräunt aussehen, aber nicht zu intensiv und lässt sich auch toll verblenden. Also den finde ich klasse und da bin ich gerade sehr, sehr froh, dass ich mir den gekauft habe. Gib mir den etwas dunkleren von den beiden nochmal so ein bisschen als Kontur noch mit auf, sprich ich verstärke das hier nochmal so ein bisschen so da und da. Da gebe ich mir das meistens so auf, ne? Wobei der jetzt auch nicht so ultra abdunkelt. Also für mich ist es vom Gefühl her so, dass ich das einfach nur weiter aufbaue, was ich da drunter habe. Also irgendwie so unterschiedlich sind die Farben jetzt echt nicht, ne? Was ich nicht schlimm finde, weil die sind schön. Nice. Gefällt mir. Kommen wir nun zu einem Blush. Und da habe ich etwas geholt von einer Marke, wo ich glaube ich noch gar nichts von habe. Und zwar von CoverFX Monochromatic Blush. Blush Duo Matt und Schimmer. Und ja, da habe ich die Farbrichtung Pink Dahlia mir ausgesucht. Was jetzt zu meinem Oberteil auch wiederum sehr gut passen dürfte. Ich mag halt am liebsten, wenn ich frische Blushes habe. Also wenn die halt wirklich nicht so Richtung Rosenholz gehen. Mittlerweile mag ich das viel, viel lieber, wenn das eher so pinkstichigere sind. Das habe ich auch schon mal anders gemacht. So schaut das Produkt dann tatsächlich aus. Es ist sehr öde, oder? Manche könnten sagen, schlicht. Ich sag, das sieht öde aus. Und hier haben wir dann die beiden Blushtöne. Und hier sehen wir auch, ein Schimmerblush und ein matter Blush sind enthalten, die wir einmal swatchen können.
Kannst du natürlich auch als Blush und Blush-Topper oder als kombiniertes Produkt verwenden. Ja. Genau. So schaut es dann geswatcht aus. Gefällt mir, ne? Dann haben wir hier natürlich auch noch einen Spiegel mit drin. Auch der gefällt mir. Ein klarer Spiegel. Mhm. Ein mattes und schimmerndes Bronzer-Duo. Eher weniger Bronzer, Leute. Das ist ein Blush. Schenke deiner Haut mit diesen stark pigmentierten Bronzer-Paletten in Sekundenschnelle einen sonnengeküssten Glow. Enthält ein Duo mit monochromen, matten und schimmernden Tönen für ein mehrdimensionales Finish. Diese Bronzer-Paletten-Duos begeistern mit ihrer talgfreien Formel für wahre Farbintensität und enthalten sowohl einen matten als auch einen schimmernden Farbton für einen monochromatischen, mehrdimensionalen Effekt ohne Parabene und Sulfate. Auch das ist cruelty-free und vegan. Jouer war übrigens auch cruelty-free. Hier nehme ich mir auch einfach mal den gleichen Fluffelpinsel, den ich regelmäßig übrigens auf dem Handtuch, was auf meinen Beinen liegt, sauber mache, um überschüssiges Pigment wegzunehmen. Ich dippe jetzt einfach erstmal einmal vorsichtig in diesen matten Ton, einfach um zu gucken, wie intensiv der so ist, weil da stand ja irgendwas mit intensiv. Nö, ich dippe nochmal rein und klopfe aber trotzdem ab, weil ich ja vorsichtig bin. Okay, jetzt kommt's. Ich gebe mir das auch gerne so hier oben mehr so hin, damit das Gesicht mehr so nach oben gezogen wird. Und das hatten auch mehrere YouTuber schon mal empfohlen. Ich hatte das auch von euch schon mal in die Kommentare geschrieben bekommen, dass ich den halt nicht hier so aufgeben soll, sondern mehr so in diesem Bereich. Und da habt ihr vollkommen recht, es sieht viel, viel schöner aus. Deswegen mache ich das auch schon seit einem halben Jahr ungefähr so, dass ich mir den da aufgebe. Genau. Komm, ein bisschen können wir noch aufbauen. Ihr wollt ja auch was sehen hier, ne? Aber der lässt sich schon ganz gut aufbauen. Da muss man aufpassen, dass es nicht zu intensiv wird. Aber er macht einen schönen, frischen Blush-Effekt, finde ich, ne? Das gefällt mir. Doch wenn ich das auch so jetzt von vorne frontal sehe, das mag ich gerne. Sieht gut aus. Ist eine tolle Farbe. Auf der anderen Seite ganz genauso. Was das jetzt hier mit hochpigmentiert und so zu tun haben soll, weiß ich nicht. Das ist halt ein ganz normaler Blush, Leute. Ne? Gut, ich gebe das jetzt auch hier mit einem super fluffigen Pinsel auf. Je fluffiger der Pinsel, desto weniger Produkt wird natürlich gegriffen und desto dezenter landet das Produkt im Gesicht. Ne? Aber gerade wenn ich Produkte das erste Mal verwende, mache ich das lieber einfach mit so einem großen Fluffel, um sie einfach auch mal kennenzulernen. Das ist jetzt ein bisschen mehr, ne? Egal. So, jetzt gebe ich mir da drüber noch diesen Schimmer. Da bin ich jetzt einmal durchgeswiped und gucke einfach mal, wie das sich so darstellt. Noch nicht wirklich. Intensiver durchgewuffelt. Ah, okay. Es kommt ein ganz subtiler Glow da drauf. Den gebe ich mir auch gerne so ein bisschen noch mit auf die Wangen. Aber jetzt nicht so super intensiv, ne? Nö, aber ich habe gleich noch einen intensiven Highlighter, also keine Sorge. Aber es macht einen Erwachsenen-Glow da drauf. Also wenn man wirklich mal auch überhaupt keinen Bock auf Highlighter hat, kann man das auch so lassen. Ne? Also das würde so auch vollkommen funktionieren und das macht die ganze Geschichte halt auch noch mal ein bisschen frischer im Gesicht. Aber ich denke, wenn ich mir den dann in Zukunft auftrage, werde ich direkt beide Farben mit dem Pinsel mischen und das dann gemischt aufs Gesicht direkt auftragen. Das muss man jetzt nicht so übereinander schichten, weil so intensiv sind die einzelnen Farben jetzt nicht. Ne? Man kann ihn wahrscheinlich noch intensiver aufbauen, aber mir reicht es jetzt auch so tatsächlich. Ja. Was habt ihr denn als nächstes? Oh ja, oh ja. Ein Einhorn. Unicorn Cosmetics Gloating Pressed Highlighting Powder. Das ist dieses hier. Oh, ich bin sehr, sehr gespannt da drauf. Lit Up als Farbe habe ich mir ausgesucht. Oh ja, der ist so schön. Also die Verpackung fand ich jetzt schon mal richtig ansprechend, um das mal so zu sagen. Ne? Oh, ist das nicht hübsch? Ich mag's klein. Ja. Hat Unicorn Cosmetics irgendwas mit Fenty Beauty zu tun? Ich weiß es nicht. Also ob die quasi, ich weiß nicht, wo die Marke herkommt, ne? Weil das ist natürlich auch dieses Hexagon von Fenty. Das sieht dem schon sehr, sehr ähnlich. Es scheint übrigens ein monochromatischer Highlighter zu sein, weil der doch stark am Schimmern ist. Das Verpackungsgedönsen ist übrigens sehr plastikmäßig. Hübsch. Oh mein Gott. Der ist, das ist ein richtiger Winter-Highlighter, ne? Weil der halt sehr, sehr kühl jetzt so auf dem Finger erscheint. Aber ein Fingerswatch ist immer was anderes, als wenn man das als, oh, schön, als Dingswatch macht.
mit dem Pinsel, ne? Ich gebe den mir hier mal auf. Der ist aber sehr, sehr rosa. Dementsprechend auch sehr kühl. Das sieht man jetzt nicht so super intensiv. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass er intensiver abgeht. So hat er eigentlich nur einen relativ dezenten Holo-Effekt. Einen leichten rosa Effekt. Könnte aber tatsächlich zu meinem heutigen Make-up passen. Ein Puder-Highlighter. Deine Highlighter-Kollektion steht vor einem echten Upgrade dank der Glow-Tink-Highlighter von Unicorn Cosmetics. Mit einer aufbaubaren Formel, perfekt für einen subtilen Glanz oder ein blendendes Finish, bietet dieses Sortiment für jeden Hautton einen passenden Highlighter. Die Puder-Highlighter lassen sich am besten mit einem flauschigen, abgerundeten Pinsel auftragen und können alleine getragen oder für einen individuellen Farbton und Look gemischt werden. Vegan und tierversuchsfrei. Nett! Nett, nett, nett. Ja gut, dann nehme ich mir mal so ein Fluffelding. Das ist jetzt aus der Catrice Villains Collection. Das ist die böse Königin, die Evil Queen. Ne? Und damit trage ich mir den auf. Wir haben ja auch einen Spiegel drin, mal wieder. Also, ne, das ist, also ich finde es schön, wenn ich in Produkten einen Spiegel drin habe, muss ich wirklich gestehen. So, dann gehe ich hier mal rein. Abschlagen kann jeder. Und trage ihn mir hier mal auf. Oh. Oh. Oh, 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 oh. 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 Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist schon sehr rosa, Leute. Oh, oh, oh. Ist das meine Farbe? Ich weiß das nicht. Oh. Ich finde das schon ziemlich krass hier, was da so... Also... Nein, ich weiß ja nicht. Bin ich jetzt gerade nicht so ultra begeistert von. Ich nehme jetzt hier den Pinsel mal zum Ausblenden, weil ich finde weniger, dass es ein Highlighter, sondern mehr so ein Blush-Topper dann ist. Deswegen blende ich den jetzt mal ein bisschen mehr in den Blush mit rein, weil dann funktioniert das, finde ich, ne? Aber so als Highlighter, dann hast du da so einen richtigen Balken. Das kann ich mir jetzt auch zum Beispiel nicht unbedingt auf der Nasenspitze vorstellen, weil dann sehe ich ja aus wie, keine Ahnung, als hätte ich wirklich mit dem Einhorn gekuschelt. Ja. Dann blende ich den jetzt direkt auch mal mit dem Blush so zusammen. Aber ich glaube nicht, dass das mein Lieblingshighlighter wird, um das mal so zu sagen. Kann man machen, ist aber nicht mein Favorit. Also der wäre wahrscheinlich so ein schöner Champagnerton mehr so meins gewesen. Ja, haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Aber schönes Verpackungsdesign auf jeden Fall. Augenbrauen. Da habe ich mir was von Nabla ausgesucht. Brow Divine Ultra Slim Retractable Brow Pencil. Das ist dieser hier. Und auch das ist Cruelty Free und Vegan. Das ist die Farbe Venus. Ja, finde ich wirklich, also sieht sehr, sehr passend aus. Tatsächlich bin ich jetzt auch gespannt drauf, ob das bei mir dann auch so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Dann haben wir hier einen sehr schönen dünnen Spoolie. Und zum Hochdrehen hier das Augenbrauenprodukt. Okay, es scheint jetzt beim Swatchen relativ hart, aber das hast du meistens von dem ersten Swatch her. Könnte farblich aber richtig gut bei mir funktionieren. Ein langlebiger Augenbrauenstift mit Spiralbürste. Der Augenbrauenstift Divine mit einer ultrafein einziehbaren Mine und einer Spiralbürste ist das perfekte Werkzeug für präzise Augenbrauenpflege. Der selbst anspitzende Stift ahmt natürliche Haare nach, sodass du deine Brauen problemlos konturieren, gestalten und definieren kannst. Okay. Ja, das Bürstchen greift die Haare ganz schön jetzt so beim Durchkämmen. Farblich passt das sehr gut. Ja, lässt sich schön auftragen. Ist wirklich super, super einfach, den jetzt auf die Haut so drauf zu bringen. Das gefällt mir schon mal. Und die Farbe, Leute, die ist richtig toll. So ein schönes, aschiges Braun, aber nicht zu aschig, nicht zu kühl, aber auch nicht zu warm. Also für mich schon etwas, dass ich sage, es passt zu meinen Augenbrauenhärchen. Das ist nicht leicht. Doch, der gefällt mir richtig gut, ne? Das macht ein schönes Ergebnis. Also nicht zu hart, aber auch nicht zu soft. Ich habe jetzt kein neues Augenbrauen-Gel mir geholt, deswegen sette ich das Ganze mit dem 24 Hours Brow Setter von Benefit einmal schnell. Kommen wir nun zum Herzstück des Ganzen, finde ich. Ist immer irgendwie die Lidschattenpalette. Von Sigma habe ich die, oder Sigma, die Cor de Rosa oder Cor de Rosa. Lidschattenpalette, das ist diese hier. Die enthält vor allem Töne, wie man sie hier so sieht. Ne? Also halt so rosenmäßig. Ne? Passt zum Outfit, habe ich tatsächlich heute Morgen nicht drüber nachgedacht. Ich habe eben einfach irgendeine von den Boxen gegriffen, womit ich mich schminken möchte. Und ja.
Die ist schön, ne? Die hat auch so Rosen auf der Palette selber drauf. Finde ich extrem schön. Mag ich. Die hat einen Pinsel mit drin. Die hat so ein Viech mit drin. Die hat interessante Töne mit drin. Na, es könnte tatsächlich dann auch sogar zum Highlighter passen, ne? Was ich da eben gebastelt habe. Die Schimmer- und Glitzertöne sehen extrem toll aus. Also dieses Belle of the Ball sieht auch richtig schön aus. Die Schöne vom Ball. Und ja, wir starten jetzt einfach mal, oder? Hier haben wir eine Rose mit drin, das ist ja auch hübsch. Komm, wir versuchen auch wirklich nur mal diesen Pinsel zu verwenden. Den kann ich ja auch immer wieder an meinem Handtuch sauber machen. Als erstes gehe ich in die Farbe Veranda. Da gehe ich aber hier mit der Blendeseite rein, das ist dieses hier. Und werde damit jetzt einfach mal, okay, ja, wir haben, oha, wir haben Krümelei in der Palette. Ist aber, oh mein Gott, sieht man das? Krass. Ja, damit werde ich jetzt einfach mal meine Lizetten. Oh, das ist aber dunkler, als ich gerade dachte, um ehrlich zu sein. Nimmt dann aber auch dieses Peachige, was der Concealer gemacht hatte, ein bisschen weg. Ja, minimal crease der Concealer, aber es ist nicht nennenswert, um das mal so zu sagen. Der scheint nicht verkehrt zu sein. Aber was? Die Farben? Also die Farbe ist jetzt sehr, sehr staubig. Ich nehme jetzt die Farbe Hybrid. Die setze ich mir auch mit dieser Blendeseite in meine Lidfalte. Ich setze es ja immer ein bisschen höher an, weil ich ja ein Schlupflid habe. Ich blende es dann auch so ein bisschen so nach oben hin aus. Einfach damit ich so einen kleinen, ja, ihr seht sehr viel davon, ne? So einen kleinen Lüfteffekt nach oben habe. Boah, die sind stark pigmentiert, die Farben. Lassen sich aber wirklich toll verblenden. Also das gefällt mir schon. Und ich nehme aber trotzdem jetzt zum... Ha, muss ich etwas ab. Sehr staubig hier. Zum weiter nach oben hin ausblenden, nehme ich jetzt diese Farbe Aprikot. Das ist diese hier. Versuche ich jetzt auch mal mit diesem Pinsel zu machen. Bin nur ganz vorsichtig reingedippt. Und dann gehe ich hier oben an den Kanten entlang, um das noch etwas weicher auszublenden. Mal gucken, wie das funktioniert. Funktioniert eigentlich ganz gut. Cool. Doch, da kriegt man schon was Schönes aufs Auge, ne? Das leuchtet echt intensiv. Schön. Ich glaube, ich gehe jetzt schon direkt zu den Schimmertönen über. Das heißt, ich gehe jetzt mit dieser etwas flacheren Pinselseite in den Ton High Society. Das ist dieser Ton hier außen. Nimmt der Pinsel überhaupt Farbe auf? Nicht so wirklich, ne? Ich glaube, nee, ich gebe mir Cor de Rosa, das hier, ne? Wo die Blume auch drauf ist, mit der Blendseite auf. Da gehe ich mit dem Pinsel rein, klopfe den Pinsel etwas ab und gebe mir das einfach mal hier auf mein komplettes bewegliches Lid. Ich glaube, dass die Schimmertöne eine Base brauchen. Das funktioniert auch ganz gut, muss ich sagen. Also, ne? Ruckizuck, Ton aufgetragen. Ich versuche jetzt mal mit dem Finger mir dieses High Society aufzunehmen. Weil auf dem Finger sieht das ja echt krass aus, ne? Richtig, richtig schön. Den möchte ich aber schon gerne auf dem beweglichen Lid haben. Der kommt da echt nicht so schön raus. Warum nicht? Warum geht er nicht von meinem Finger ab? Brauche ich da eine Cut Crease für? Weil ich kann auch so drücken, aber das ist jetzt ja auch nicht unbedingt so super gesund fürs Auge, ne? Ich glaube, ich mache eine Cut Crease. Führt kein Weg dran vorbei hier. Ne, nicht die beste Cut Crease, die ich je gezogen habe, auch nicht die schlechteste, finde ich, ne? Jetzt nehme ich den Pinsel, mit dem ich eben die Cut Crease gezogen habe, mache den am Handtuch ein bisschen sauber, aber dann ist der ja trotzdem minimal feucht. Und jetzt versuche ich wirklich mal den Ton High Society mit dem Cut Crease Pinsel aufzunehmen und den packe ich mir auf mein bewegliches Lid. Ja, also ich muss schon stark in die Farbe, in das Fännchen immer wieder reingehen, um da Produkt auf den Pinsel zu bekommen. Aber nach und nach. Und auf die innere Seite von der Cut Crease gebe ich mir diesen Ton, der mich ja eben schon so geflasht hat, Belle of the Ball. Der sieht deutlich schöner aus. Aber er krümmelt halt auch ein bisschen mehr.
und bröckelt mir dann ein bisschen runter. Ein bisschen ist gut, ne? Bröckelt schon intensiv. Er kommt auch direkt hier in den Innenwinkel rein. Ist aber für ein Innenwinkel-Highlight eigentlich ein bisschen zu rosastichig bei mir. So, Fallout machen wir hier mal ein bisschen weg. Ja, ne? Ist ein schöner Ton, aber ich brauche noch ein bisschen Verdunklung außen. Ja. Was nehmen wir da? Wir machen Shakespeare. Ihn hier. Den nehmen wir, ne? Einmal kurz reindippen und außen verblenden. Ich blende ihn auch so ein bisschen hier auf den Schimmerton mit drauf, dass man einfach ein bisschen mehr Dimension bekommt. Das gefällt mir auf jeden Fall besser, wenn ich das außen noch ein bisschen verdunkelt bekommen habe. Jetzt sieht der untere Wimpernkranz noch etwas einsam aus. Den müssen wir ein bisschen... Da muss Farbe hin, Leute, ne? Da wir oben aber schon so bunt unterwegs sind, würde ich unten jetzt nichts Exzessives nehmen. Deswegen nehme ich jetzt erstmal den Ton Medaillon. Das ist dieser hier. Den setze ich mir da einfach mal... Boah, der ist aber pigmentiert, oh, meine Herren. Einfach mal so drunter. Der ist rötlicher, als ich dachte. Mit dem Schwämmchen blende ich auch noch so ein bisschen rum. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie mache ich das häufig und das sieht dann auch irgendwie dann schön aus. Ich weiß nicht. Genau. Ja. Das ist jetzt einfach nur ein roter Augenlook, ne? Ich würde jetzt noch ein bisschen zur Wimpernkranzverdichtung was aufgeben. Da nehme ich jetzt auch wieder den Pinsel, den ich eben für die Cut Crease verwendet habe und gehe dann in den Ton Bare Root. Das ist dieser dunkelbraune Ton hier unten. Und den setze ich mir nur ganz vorsichtig an den Wimpernkranz hier oben, damit man da so eine kleine Verdichtung noch mit dabei hat, ne? Ist jetzt nichts Wildes, aber ich finde schon, dass es immer noch so einen ganz kleinen Effekt mit dabei gibt und ja, den Wimpernkranz noch ein bisschen verdichtet und schöner aussehen lässt. Ich habe irgendwie Lust, dass ich an der Cut Crease entlang noch ein bisschen was mache mit dem Ton Hybrid, den ich ja hier schon aufgegeben habe. Und da nehme ich jetzt auch wieder diesen Pinsel, den ich hier schon für viele Sachen genommen habe, dippe vorsichtig rein und baue an der Cut Crease entlang hier den Ton noch ein bisschen intensiver auf. Damit das irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie mehr Gravum hat. Das fehlte mir gerade so ein bisschen. Es ist nur ein minimaler Effekt, den ich damit mache, aber es ist schon da. Ja. Und darüber gehe ich dann auch nochmal mit Aprikot. Ich finde, so geht der Augenlook schon klar, oder? Ja. Mascara fehlt noch. Also irgendwie schon eine schöne Palette, die was Schönes auf die Augen zaubert, die sich auch leicht verblenden lässt. Aber jetzt nichts, wo ich sage... absolutes Must-Have, oder? Ich weiß nicht, die Schimmertöne sind durchwachsen. Ich finde, wenn man Schimmertöne nur mit einer Cut-Crease zur Geltung bringen kann, eine Palette unpraktisch, weil da muss man dafür ja auch eine Cut-Crease ziehen. Und ich finde das jetzt auch nicht so super besonders, bin ich ehrlich. Ein Fixing Spray habe ich mir ebenfalls mitgeholt und zwar von Maybelline, das Dream Satin Mist, Luminous Setting Mist, das ist dieses hier. Ich habe euch gar nicht vorgelesen, was zu der Lidschattenpalette geschrieben stand, ne? Das holen wir doch mal schnell nach. Eine Lidschattenpalette mit 14 Nuancen. Dies ist die Palette, die du brauchst, um alle erdenklichen romantisch inspirierten Looks zu kreieren. Die Sigma Cor de Rosa Lidschattenpalette bietet eine Mischung aus 14 Mattierungen und schimmert in subtilen Farbnuancen und romantischen, von Rosen inspirierten Farbtönen. Die butterweiche Formulierung passt sich nahtlos an die Augenlider an und sorgt für langlebige Ergebnisse, während der zweiseitige Pinsel die ideale Ergänzung für die Vervollständigung deines Looks ist. Und jetzt kommen wir zu dem Fixing Spray, ein erfrischendes Fixierspray. Das Dream Satin Mist Make-up Setting Spray mit strahlendem Finish fixiert dein Make-up und erfrischt dabei gleichzeitig deine Haut. Dieses Mehrzweck-Spray darfst du dir nicht entgehen lassen. Dieser transparente Sprühnebel wurde entwickelt, um ein strahlendes Finish im Gesicht zu hinterlassen und gleichzeitig die Langlebigkeit deines Make-ups zu verbessern. Er hinterlässt einen beruhigenden Schleier, der die Haut den ganzen Tag hindurch mit Feuchtigkeit versorgt. Deine Haut erhält einen strahlenden Glanz. Na, wenn das so ist, dann tragen wir das mal auf. Hm? Okay. Okay, riecht alkoholisch. Hm.
ist wirklich ein schöner Sprühnebel. Doch, doch, das muss ich sagen. Das hat mir gerade gut gefallen. Das hat auch sich sehr angenehm auf der Haut angefühlt. Und jetzt gehe ich noch einmal schnell mit dem Schwamm drüber, damit die feinen Härchen meines Gesichtes sich hinlegen und alles miteinander verschmilzt. Oh, Käse. Ja, das war angenehm. Kommen wir jetzt zu der Mascara. Und zwar habe ich hier eine von Revolution Pro. Das ist die Extreme Lash Volumizing Mascara. Die ist ziemlich cool. Jedenfalls sagt das Packaging das. Ja, die Verpackung ist halt so richtig in Leo-Optik. Also das ist quasi mattschwarz und da drauf sind glänzende Leo-Punkte. Revolution ist, glaube ich, auch cruelty-free. Mit Hyaluronsäure, Vitamin E und Peptiden. Das ist ein Gummibürstchen, was super fett ist. Ziemlich cool. Wow. Riecht nach Mascara, also gar nicht so verrückt. Fühlt sich sehr leicht übrigens an. Eine pflegende Volumenmascara. Die schwarze Extreme Lash Volumizing Mascara von Revolution Pro ist mehr als nur eine Mascara. Sie stärkt deine Wimpern mit Ölen, Peptiden und Vitaminen und schafft gleichzeitig ein unvergessliches Volumen. Diese wahrhaft schwarze Formel ist mit Hyaluronsäure versetzt, um die Wimpern für einen volleren Wimpern-Effekt mit Feuchtigkeit zu versorgen. Vitamin E, um Feuchtigkeit einzuschließen und die Wimpernlänge beizubehalten. Und Peptide, um glattere und voluminös aussehende Wimpern zu unterstützen. Der innovative Kunststoffstab sorgt für eine mühelose Abdeckung, die die Wimpern noch länger, lang, stark und voluminös aussehen lässt. Tierversuchsfrei. Nett. Dann werde ich jetzt zuallererst mal meine Wimpern curlen. Da habe ich jetzt hier dieses Gerät hier, war in einem Adventskalender drin. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also sie macht Volumen, ja, sie macht Länge, ja, aber ich finde, dass sie sehr klebrig sich anfühlt auf den Wimpern und sie ist sehr, sehr dickflüssig tatsächlich von der Konsistenz her. Ich glaube, dass da dann tatsächlich zwei Schichten auch das Maximum sein sollten, was man sich drauf macht, weil das ansonsten zu sehr klebt, ne? Ich weiß nicht, aber sie macht schon schöne Wimpern, da kann man sich nicht beschweren. Und cool ist natürlich auch, dass du da die Vitamine und die Hyaluronsäure mit drin hast, weil wenn das dann auch gleichzeitig noch die Wimpern pflegt, was will man mehr? Finde ich eigentlich ganz schön und passt auf jeden Fall jetzt sehr zu diesem sehr romantischen Look, dass man dann noch diese sehr getrennten Klimperwimpern mit dabei hat. Aber definitiv nicht meine Lieblingsmascara. Schauen wir uns nun mal den Lip Liner an, den ich mir ausgesucht habe. Ich glaube, ich kann jetzt übrigens den Haarreifen abnehmen. Jo. Und zwar habe ich mir da ausgesucht, auch wieder cruelty free, ein Produkt von Dose of Colors. Cruelty free, vegan, teigfrei, parabenfrei und glutenfrei. Das ist dieser hier. Habe ich in der Farbe It's Complicated. Es ist kompliziert. Der sieht ja cool aus. Das habe ich ja noch nie gesehen. Witzig. Okay, der ist hier vorne auch wirklich noch spitz. Hat hier aber eine Kappe drüber, ne? Genau, und der ist dann halt zum Hochdrehen. Ich mag ja gerne so Lip Liner zum Hochdrehen. Ein langanhaltender Lip Liner. Der Lip Liner von Dose of Colors gleitet mühelos über die Haut und sorgt für ein wischfestes und mattdeckendes Finish. Entdecke die große Auswahl an Cremetönen von Apfelrot über Koralle bis hin zu Mauve Rosa, einschließlich eingebautem Spitzer. Tierversuchsfrei. Wie eingebauter Spitzer? Ist im Deckel ein Spitzer drin? Weiß ich nicht. Oder ist der hier hinten drin? Hier ist ein Spitzer mit bei. Das ist ja cool. Sowas mag ich ja, ne? Dann hast du den immer vorne schön spitz. Ja, dann kommt er jetzt mal auf die Lippen, ne? Okay, okay. Es ist wirklich kompliziert, weil der ist doch sehr aprikosenfähig. Boah, passt zum Augenlook, aber super leicht im Auftrag. Also schön cremig. Tolle Farbabgabe. Oh, das war wohl ein bisschen zu leicht, denn da ist die Spitze doch einfach mal abgeflogen. Okay, also nur ganz, ganz vorsichtig rausdrehen. Schade. Mega matt. Boah, ist der matt. Interessante Farbe, ne? Das muss man sagen. Aber ich finde die zu so einem Sonnenaufgangs-, Sonnenuntergangs-Look eigentlich ganz cool. Also dazu passt sie halt einfach, ne?
sich schön, auch vom Auftrag, aber dass die Spitze jetzt abgeflogen ist. Wir müssen mal gucken, wie der sich so weiterhin verhält, ne? Weil das wäre ein bisschen schade, wenn er so bröckelig wäre. Naja, steht ja auch drauf, ne? It's complicated. So, denn ich habe mir Revolution Lipglosse geholt. Das ist nicht Revolution Pro, das sind zwei unterschiedliche Marken eigentlich, also von daher zählt das. Das ist so ein Dreier Lip Kit Shimmer Bomb Mini Collection. Genau, und das ist tatsächlich auch wieder cruelty free und soll ja ein Dupe sein zu diesen Gloss Bomb Geschichten von Fenty Beauty. Ich würde sagen, wir swatchen die drei Schätze hier jetzt einfach mal. Wir gucken, welcher da am besten passen könnte. Da habe ich einmal so ein ziemlich hellen Ton. Das ist sehr ja, weißlich durchsichtig mit leicht silbernen Schimmerpartikeln drin. Hat keine Farbe, glaube ich. Das ist mit Vitamin E, okay. Riecht interessant, künstlich. Künstlich fruchtig. Sieht man den? Einigermaßen. Ist halt eher so durchsichtig. Ja, eher so wirklich farblos. Den kannst du dann theoretisch über allem tragen. Und zu allem. Dann habe ich hier, achso, nee, das war jetzt die Farbe, steht hier drauf. Light Beam steht hier nämlich wohl drauf. Das ist jetzt die Farbe Starlight. Und das dürfte zu dem Fenty Glow oder so dann der Dupe sein, weiß ich nicht. Genau. Ich glaube, das soll so ein bisschen nach Aprikose oder so riechen. Wir gucken gleich eh mal, was die Beauty Bay Homepage dazu sagen hat. Den swatche ich hier auch mal daneben. Der hat halt wirklich sehr, sehr viel Ähnlichkeit dazu, aber noch so einen leichten peachy Touch. Also den würde ich tatsächlich jetzt zu diesem Look auch sehr sehen. Das könnte gut funktionieren. Und dann haben wir noch die Farbe Glimmer. Und das ist eher so ein ja, dunkles Pink, würde ich sagen. Altrosa. Würde theoretisch auch zum Look passen. Der hat auch blaue Schimmerpigmente drin. Das macht dann meistens nochmal so ein bisschen weißere Zähne. Genau, der ist der oberste. Ist auch schön. Also ich finde die alle drei wirklich schön. Ich weiß nicht, ob man jetzt das komplette Set unbedingt gebraucht hätte. Zu dem Look am passendsten, da passen eigentlich alle drei, ne? Aber irgendwie habe ich auch Bock auf diesen, den ich jetzt hier in der Hand habe. Ich glaube, der ist ziemlich fancy, oder? Komm, den machen wir jetzt mal drüber. Wobei, vorher vorlesen. Nicht vergessen. Ein Dreier-Set Mini-Lipglosse. Dein Gloss-Einsatz hat sich gerade verdoppelt. Die Mini-Shimmer-Bomb-Collection hat eine grandios glitzernde Formel in drei Lipglossen mit einem transparenten, schimmernden Finish. Alle drei sind mit Vitamin E angereichert und pflegen die Lippen. Die aufpolsternde Formel sorgt dezent für mehr Volumen. Tierversuchsfrei. Kabuff. Jo. Dann schauen wir uns mal den pinken Schimmer mit blauen Schimmerpigmenten an. Das, na, mal gucken, ob das funktioniert. Könnte tatsächlich passen, ne? Ja. Da brauchst du jetzt ein bisschen mehr Kram von. Weil meine Lippen jetzt so furztrocken sind. Die brauchen Liebe. Also in Kombi mit dem Lipliner passt das richtig gut, aber ich weiß nicht. Doch, das sieht jetzt eher gelb aus von den Zähnen her, ne? Eher gelb als weiß. Das ist doof. Aber naja, komme ich mit klar. Das ist jetzt tatsächlich mein fertiger Look zu dem Black Friday Haul bei Beauty Bay. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, wie es dir gefallen hat, welches Produkt du vielleicht am coolsten fandest und ob du das so überhaupt in dieser Art und Weise auch cool findest. Ich weiß es nicht. Ich finde es cool, weil dann kann man direkt sehen, wie das so im Gesicht wirkt und ich fühle den Look, so sagt man doch, oder? Ja, ich fühle diesen Look. Genau, gerade zu dieser tristen Jahreszeit macht es auf jeden Fall Sinn. Ich könnte mir ein bisschen mehr auch hier so im Kontur- und Wangenbereich vorstellen, weil das jetzt doch alles ein bisschen untergeht, weil dieses Augen-Make-up sehr krass geworden ist. Die Lippen gefallen mir aber richtig gut, also auch von der Pappigkeit des Lipglosses her. Geht es klar. Also das ist nicht wässrig, aber auch nicht klebrig auf den Lippen. Sie kleben halt nicht so zusammen, ne? Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ciao.